Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Video aus meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition. Und da wollen wir ja wieder ein bisschen Gold raushauen. In der letzten Folge hatte ich es ja schon ein bisschen erklärt und angekündigt. Ich habe jetzt vor, auf meinen insgesamt 7 Servern, wo ich mir Gold rüber getradet habe, jeden Tag mal das AH zu scannen und ein bisschen was rauszuwasten. Ich würde sagen, bis jetzt habe ich ja immer für bis maximal 10k das Zeug gekauft. Jetzt will ich mal so hochgehen und die Sachen rauskaufen. 20, vielleicht maximal 30k. Und ja, mal gucken, was wir so zusammenkriegen. Vielleicht sind ja ein paar Schnapper mit dabei. Das erste, was wir hier haben, ich bin jetzt nämlich mal auf Lothar geswappt. Und dort haben wir jetzt ein Item drin. Aus Kultiras Boralos steht hier drin. Und das ist einmal aus den Inselexpeditionen. Das kaufen wir uns jetzt erstmal. Da haben wir jetzt schon mal 18k für ausgegeben. Und dann hätte ich jetzt hier noch ein Platten-Item. Das ist aber für Max-Level, also Stufe 60. Das kann ich jetzt hier in dem Fall nicht wirklich gebrauchen. Heißt, das werden wir uns jetzt mal nicht kaufen. Die anderen Sachen sind tatsächlich ein bisschen teurer. Hier auf Lothar ist halt ein Low-Pop-Server, ne? Und dementsprechend, ja, haben wir hier tatsächlich nicht so viel drin. Aber ich habe parallel auf Anto schon mal durchgescannt. Und da habe ich ein paar mehr Items entdeckt. Das hier ist jetzt ein Platten-Item, heißt, das schicken wir schon mal zu meinem Plattenschar rüber. Und dann habe ich auch meine Tabelle schon mal ein bisschen angepasst. Jetzt gucken wir mal, wo haben wir sie denn hier? Also wir sind jetzt einmal Lothar. Machen wir es mal mit ganzen Tausender Stellen, sonst machen wir da ewig mit ewig vielen Nullen rum. Also 18 für 18.000. Und dann sind wir eigentlich mit dem Char schon durch. Jetzt gucken wir mal hier auf Lothar und ihr seht, auf Antonidas so rum. Ihr seht, hier sind wesentlich mehr günstige Items drin. Hier sind sogar noch 316 mögliche Items. Hier sind ein paar weiße Sachen drin. Keine Ahnung, warum die jetzt hier im Scan auch mit inbegriffen sind. Die kannst du nämlich als T-Mog nicht lernen. Also sprich, das ist uninteressant für mich. Dann haben wir einige Ingi-Sachen. Die kann ich jetzt auch im Moment noch nicht lernen. Und dann haben wir hier das erste, was sinnig ist. Und zwar ein Bogen. Der scheint auch von Inselexpeditionen zu sein. Den werden wir uns mal holen. Den kann ich auch gleich mit dem Char hier schon lernen. Das hat jetzt 17k gekostet. Was haben wir hier noch Schönes? Wir haben hier eine Hose. World Drop aus Classic für Kette. Den kann ich auch sogar mit dem Char hier lernen. Dann haben wir noch einen Bogen. Warte mal, nee, das ist nicht derselbe. Das ist ein hergestelltes Ingi-Item. Kostet... ich weiß nicht, ob das überteuert ist. Das ist also aber Katar. Komm, wir kaufen das einfach scheiß drauf. Dann haben wir noch ein paar Ingi-Teile, wo ich wirklich Ingi für brauche. Die kann ich mir alle nicht holen. Dann haben wir hier Treter. Und zwar sind die aus dem Grabmal einen Zonendrop, 20k, auch Kette. Komm, tüten wir auch ein. Was haben wir hier noch? Sogar noch ein Kettenteil aus dem Grabmal. Kaufen wir auch nochmal 20k. Dann, was haben wir hier? Stoff, Handgelenke aus der Schwarzfestgießerei. Einmal auch ein Zonendrop, tüten wir auch noch mit ein. Dann haben wir hier nochmal Handgelenke. Das sind aber verschiedene, oder? Die einen sind aus Mythic, die einen sind aus dem NRC. Nochmal 20k eingetütet. Dann haben wir hier einen Stoff-Item. Und zwar ist es ein Classic, ein Classic Random Drop, anscheinend World Beute. Ja, das kriegen wir jetzt auch noch. Und dann würde ich sagen, was haben wir hier noch? Removed from the Game. Das holen wir uns auf jeden Fall. Das hast du über die WoW-Garnison bekommen, über dieses Wiederherstellungsgebäude. Da gab es so Kisten und die kriegst du mittlerweile nicht mit. Das kaufen wir uns auf jeden Fall. 24k noch. Und was haben wir dann noch? Hier hergestellte Handschuhe. Da warte ich jetzt vielleicht eher, weil die kann ich mit meinem Schneider eventuell selber herstellen. Ich denke mal, für den Server haben wir jetzt erstmal genug gekauft. Das waren jetzt 183.000. Und dann sagen, verschicken wir das jetzt einmal. Und dann switchen wir mal weiter auf die anderen Server und gucken, was da noch so günstiges drin ist. Wichtig, erst immer die ganzen Sachen lernen und dann auf den nächsten Server gehen. Sonst hat man halt die Problematik, dass man vielleicht zweimal Gold ausgibt und das wollen wir ja eher vermeiden. Das ist auch nochmal ein Kettenteil. Kann ich dann auch gleich weghauen. Den Bogen kann ich auch mit dem Char lernen. Dann seht ihr, haben wir gleich schon den richtigen Char erwischt. Ewig viel Kettenzeug hier. Das hier muss ich auf einem Stoffchar schicken. Das ebenso, das auch. Und das Schwert können wir auch mit dem lernen. Wunderbar. Müssen wir nur zwei Sachen weiterschicken. Das haben wir jetzt gar nicht gekriegt, ne? Teilweise läuft's. Also hier haben wir jetzt einige Items. Und das können wir jetzt auch noch in die Liste mit eintragen. Das waren 102... Wir können es aufrunden, das, ne? Das waren 182,9. Machen wir 183 draus.
in meine Liste auf Anto 183. Und dann würde ich sagen, swappen wir mal weiter, beziehungsweise schicken wir das mal erstmal noch weiter. Einmal extra hier. So, jetzt bin ich weiter geswappt hier auf Erida und auf dem zweiten Account noch auf Equin. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwas Schönes drin haben. Und zwar zwei Indie-Sachen, die brauche ich nicht holen. Hier hätten wir Platte Mythic aus Uldir, Zonendrop, komm, den kaufen wir nochmal für 20k. Dann haben wir ein Ketten-Item drin, auch aus Uldir, das holen wir uns auch mal. Das ist noch ein Inji-Teil, Inji. Dann haben wir hier Handschuhe, die sind gecraftet. 20k, ja gut, komm, die kaufe ich mir noch. Und was haben wir da? 27k Legion-Kettenzeug von Juve. Ah, ich glaube, die hole ich mir nicht. Haben wir hier noch irgendwas, was günstig ist, was vielleicht rausgepatcht ist? Können wir nochmal drüber gucken, aber da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nichts. Okay, ich glaube, auf dem Server belasse ich es dabei. Wir wollen ja immer die günstigen Sachen uns holen. Uff, was ist denn da noch alles drin? Ah, mit dem müsste ich noch verkaufen, sehe ich gerade. Na, okay, das machen wir vielleicht nachher noch. Was haben wir denn da jetzt ausgegeben? Overall haben wir jetzt auf Erida ausgegeben 61.000. Und das schicke ich dann gleich noch weiter und lerne das einmal. Tragen wir das schon mal ein. 61.000 auf Erida. Und dann gucken wir jetzt mal hier noch auf hier Equin. Und dann gucken wir, dass wir jetzt nicht aufs Uldir irgendwas kaufen. Also wir haben hier einmal aus der Höllenfeuer-Zitadelle Schuhe, Platte, die können wir uns holen. Dann haben wir hier eine Kriegsglewe. Ich weiß gar nicht, habe ich ein DH hier rumliegen? Aber die ist 190, ne? Da müsste ich ein DH haben, der Max-Level ist. Nee, ich habe hier nichts geleveltes. Naja, die kaufen wir uns lieber mal nicht. Dann haben wir hier auch ein 60er-Item. Das ist aus dem LFR, das können wir uns auch nicht kaufen. Und hier haben wir eine Hose, einen World Drop für 30. Na komm, den World Drop kaufen wir uns noch für 30. Dann haben wir hier, wo ist denn, ach, da hinten drin ist ein Postkasten, ne? Dann haben wir hier Watt ausgegeben, auch nochmal 52k. Ja, das wird teuer, ne? Das wird teuer alles. Gut, das eine kann ich jetzt hier direkt schon mal lernen, das Plattending. Und das hier muss ich auf meinen Kettenchar rüberschicken. Ich habe mir ja letztens ein paar Chars gebastelt. Jetzt gucken wir mal. Tela-Kette heißt der, ja genau, da schicken wir das schon mal hin. Dann können wir hier schon mal ausloggen. Und mit einem anderen Char muss ich mal gucken. Also ich habe ein Platten-Item, ein Ketten- und ein Stoff-Item. Perfekt. Alle anderen Rüstungsklassen habe ich, aber nicht die, die ich brauche. Also, dann schicken wir das hier zu einem Platten-Char rüber. Das andere können wir zu einem Ketten-Char schicken. Und das letzte kommt zu einem Stoff-Char. Und dann sind wir hier auch tatsächlich schon wieder durch auf den beiden Servern. So, dann sind wir auf dem nächsten Server und zwar auf Blackhand. Hier habe ich jetzt auch schon mal einen Scan reingehauen und da haben wir gleich ein ganz günstiges Item und zwar 7500 aus dem Höllenfeuer, aus der Höllenfeuer-Zitadelle. Und das ist tatsächlich sogar, das sind die Schuhe, die ich mit Main noch brauche für meine Teamox-Sammlung. Sehr schön. Dann haben wir hier zwei Brillen, das ist beides Inji, das bringt mir nichts. Dann habe ich hier eine Axt vom Dunkelmond-Jahrmarkt. Ah, das sind aus diesen komischen Dunkelmond-Jahrmarkt-Sets. Ah ja, das kaufe ich mir. Die könnte ich wahrscheinlich günstiger kriegen, wenn ich mir die Sets herstelle und das einlöse. Aber bis ich den Kack mache, 7000 irgendwo oder 8000 Gold, das können wir schnell machen. Dann haben wir einen Wottel-Zonendrop, den kaufen wir uns auch, 13k. Inji-Teil. Dann hier haben wir ein gecraftetes Item. Da weiß ich nicht, könnte ich mir das günstiger irgendwo so holen? Die sind jetzt hier alle gecraftet, ne? Wisst ihr was? Scheiß drauf. Die kaufen wir uns jetzt, die zwei gecrafteten Stoffteile. Dann habe ich hier einmal eine Hose, das ist ein World Drop, das holen wir uns auch. Dann haben wir hier noch ein gecraftetes Item, Schneider, für 19k, das kaufe ich mir jetzt auch an der Stelle. Und dann haben wir hier ein gecraftetes Juve-Item für 19k, das holen wir uns auch noch. Und was haben wir hier nochmal, ein gecraftetes Juve-Item, das kaufen wir uns auch für 19k. Und dann würde ich sagen, die Brust hier... 20, komm, die holen wir uns auch noch. Dann haben wir hier Schuhe aus dem aktuellen Raid, aber die sind auf 60 gecapped und das werden wir nicht machen. Und die anderen Items, jetzt hier über 20k, die lassen wir erstmal drin. Dann schauen wir die Tage nochmal rein, vielleicht kriegen wir da nochmal günstigere Sachen. Da haben wir jetzt ausgegeben, wie viel?
164.000. Ja, doch wieder ein Stückchen. Also, das schicken wir zu dem Lederchar. Das hier können wir direkt lernen. Dann haben wir hier ein Ketten-Item, ein Stoff-Item, ein Ketten-Item, eine Schusswaffe. Die schicke ich jetzt einmal. Warte mal, die Schuhe. Ah, naja, das ist ein DK, ne? Ich habe hier kein Worry. Ich hoffe, ich habe mir einen Hunter erstellt. Dann schicken wir das mal darüber. Dann haben wir noch ein Stoff-Item und das Schwert kann ich auch noch lernen. Duty. Dann würde ich sagen, tragen wir das noch in die Liste ein. Also, was haben wir gesagt? 164.000. Das war jetzt Blackhand. 164k. Na, sind wir schon fast bei einer 500.000, die wir rausgehauen haben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sodala, nächster Server. Jetzt sind wir einmal auf Blackmore und Thrall habe ich auch noch in der Hinterhand. Und hier haben wir, naja, wie auf den meisten Servern, einen Haufen Brillen drin. Dann haben wir eine Glaive drin, aber ich habe hier auch kein DH auf Max-Level, deswegen wird das auch nichts. Dann haben wir einmal hier ein Schneider-Item. Das werde ich mir aber wahrscheinlich selber craften können. Ein Max-Plattenteil. Die anderen Sachen sind jetzt irgendwie auch nicht so überragend tatsächlich. Ich glaube, hier auf Blackmore muss ich tatsächlich diesmal sogar passen, ne? Weil das kriege ich wahrscheinlich alles nochmal irgendwo günstiger her. Jetzt kann ich mir noch gucken, ob hier noch irgendwie ein günstiges Item ist, was irgendwie rausgepatcht ist, dass ich mir vielleicht... Oh, halt! Ah, das ist eine Ingi-Brille. Okay. Never mind. Also ich glaube, hier auf Blackmore passe ich sogar diesmal. Wir haben ja schon relativ viel auf den anderen Servern. Dann schauen wir hier auf Thrall. Hier war aber nochmal wesentlich mehr drin. Da haben wir hier für 3.000 ein hergeschnelltes Schneider-Item. 3.900, gut, das sind 4.000, aber das kaufen wir uns auf jeden Fall. Dann ein Ingi-Teil, das kann ich nicht holen. Dann haben wir ein Schneider-Ding, das leider Schneider 300 braucht. Ist zwar ein Removedes, aber das kann man immer wieder neu craften. Also ich habe hier leider keinen Schneider, deswegen machen wir das nicht. Dann haben wir hier aus dem Eternal Palace ein Normal-Teil, das hole ich mir für 20k. Hier nochmal aus dem Eternal Palace ein Teil. Hier da war aber einer in Eternal Palace unterwegs. Dann haben wir ein Level 60er. Höllenfeuer-Zitadelle. Ah, 26. Das können die noch machen. Das könnten wir noch machen. Und was haben wir hier? Ingi. Und ein Max-Level-Item. Das andere ist dann eh schon ein bisschen zu teuer. Es ist auch hier. Das ist ein Removedes Schwert, ne? Das holen wir uns noch, komm. Das holen wir uns noch und dann. Schauen wir dann morgen nochmal, ob wir da was günstigeres vielleicht kriegen. Gucken wir mal, was wir jetzt hier nochmal ausgegeben haben. Hier haben wir jetzt rausgehauen 120.000. Und dann muss ich mal schauen, hier kann ich jetzt Kette einmal lernen. Das ist ein Platten-Item, ein Leder-Item, ein Stoff-Item. Das Schwert kann ich lernen. Das war ein removedes Item. Ihr seht, man konnte es über die Garnison, über das Wiederherstellungsgebäude kriegen. Das ist doch eine nette Sache. Das holen wir uns auf jeden Fall schon mal. Dann das ist auch nochmal ein Platten-Item. Nochmal ein Stoff-Item. Gut, die schicken wir jetzt mal zu meinen anderen Chars noch rüber. Und damit haben wir dann den ersten Tag schon rum. 120.000 haben wir jetzt hier nochmal ausgegeben. Auf Thrall. Und da hatten wir 0. Oh, ups, jetzt habe ich hier, glaube ich, ein bisschen was verkackt. Auf Anto, genau. Haben wir für den ersten Tag ausgegeben 598.000. Okay, mal gucken. Also vielleicht so, schauen wir, dass wir etwa so auf die Millionen kommen und mal gucken, wie lange das dauert. Ich denke mal, jetzt haben wir schon einen großen Teil von den ja, so 10 bis 20, 30.000 Sachen rausgekauft. Da werden es wahrscheinlich die nächsten Tage nicht so viel drin sein, aber mal gucken, ja, was wir da noch so zusammenbekommen. So, dann haben wir Tag 2. Und zwar habe ich jetzt hier auf Lothar schon durchgescannt und ihr seht, hier sieht es relativ mager aus. Liegt vielleicht auch daran, weil wir gestern alles rausgekauft haben. Hier haben wir jetzt nur ein Ingi-Item und noch ein Ingi-Item und das nächste kostet hier schon über 30k. Also hier auf Lothar werde ich tatsächlich mir heute nichts kaufen. Und dann habe ich auf Anto auch schon einen Scan gemacht. Jetzt, wo ja, das Auktionshaus wieder funktioniert, das hat irgendwie einen Tag oder jetzt ein paar Stunden nicht funktioniert, beziehungsweise nicht das Auktionshaus, sondern der Postkasten hat nicht funktioniert und dementsprechend konnte ich da jetzt nichts machen, aber hier habe ich jetzt ein, zwei Sachen gefunden, die relativ nice sind, und zwar hier ein Zauber macht Route, schimpft sich das, ist ein Drop aus dem nördlichen Schlingendorntal, ein Zonendrop, kostet anscheinend so sonst immer um die 100.000 Gold, hier ist es für 5k drin,
Das werde ich mal rauskaufen. Dann haben wir hier ein Plattenhandgelenk aus dem aktuellen Raid, aus dem LFR. 8K, damit machst du auch nichts falsch, das kaufen wir uns auch raus. Dann haben wir einen Haufen Inji-Gekrempel drin. Noch mehr Inji, noch mehr Inji, noch mehr Inji, 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 Inji. Und dann haben wir hier auch Plattenhände für 20K aus dem Schloss Nathria. Das kaufen wir uns auch. Dann haben wir noch Kettentreter aus dem Grabmal für Sargeras. Oder aus dem Grabmal von Sargeras, so rum. Für auch 20K. Das ist wieder Inji-Gedönse. Da würde ich sagen, passe ich jetzt mal auf das Zeug. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwas drin ist, was irgendwie rausgepatcht ist. So wie es aussieht, nicht. Dann würde ich es tatsächlich hier auf dem Server auch bewenden lassen. Schauen wir mal, was wir da jetzt rausgeholt haben. Insgesamt 4 Items. Und die haben mich jetzt 54k gekostet, die Items. Den Stab können wir gleich lernen. Und das andere Zeug muss ich jetzt mal rüberschicken. Platten und Kettenschar. Da muss ich dann halt mal umloggen. Also das hier ist mein Kettenschar. Und das Schöne ist, hier auf dem Server habe ich meine ganzen verschiedenen Rüstungsklassen schon gelevelt. Deswegen kann ich auch diese 60er-Items quasi hier einmal eintüten. Dann tragen wir das noch ein in unsere Liste hier. Also wir hatten Lothar 0 und das war Antonidas 54.000. Sodala. Sodala, jetzt sind wir einmal auf Erida. Und hier habe ich jetzt auch schon gescannt. Jetzt hätte ich hier einen Stoffteil. Das ist aus Uldir. Kostet 17k. Das könnte ich schon mal hier einmal kaufen. Dann haben wir hier noch ein Inji-Item. Das holen wir uns nicht. Dann hätte ich jetzt hier eine Kettentaille. Die ist aber leider für Stufe 60. Also die werden wir uns nicht holen. Da habe ich leider noch keinen Char. Zweimal Inji. Dann haben wir hier einen Kettenteil aus den östlichen Königreichen. Nördliche Schlingentornteil. Da hat man, glaube ich, vorhin auch schon mal einen Teil. Das holen wir uns für 24k. Dann ist hier ein Max-Level-Item. Das hier ist ein Juve. Ah, das kann ich bestimmt selber günstiger craften. Und dann Uldaman Zonendrop für 29. Komm, das kaufe ich auch noch. Und dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein. Die anderen Sachen sind dann doch schon 30k und mehr. Machen wir das mal raus und gucken, was wir hier so overall. Achso, ja, richtig. Der Briefkasten war ja kaputt. Ich habe meine Kati-Stanzpfeife gezogen, weil ich irgendwie auch selbst mit Relock den Briefkasten nicht benutzen kann. Warum auch immer. Ist ein bisschen strange. Stoffkette. Dann schicken wir das mal weiter. Der erste ist gleich schon mal der Stoffchar. Und dann haben wir hier zwei Kettenchars. Und wir haben jetzt ausgegeben 69, 70k, ne? Wenn wir es aufrunden, 70k auf Erida. Dann können wir hier schon mal ausloggen und schauen mal weiter auf hier Equin. Da habe ich nämlich auch schon gescannt. Und mal gucken, ob hier auch noch was Tolles drin ist. Hier hätten wir das Stoffteil. Und letztens hat mir jemand gesagt, dass man, also dass dieses benötigt Schneider 300, dass das nur für den Set-Bonus gilt und nicht für das Item an sich. Wir werden es jetzt mal ausprobieren. Ich kaufe das jetzt mal hier und schicke das auf meinen Stoffchar und guck mal, ob ich das T-Mog lernen kann, weil der Set-Bonus ist mir ja vollkommen wurscht, ne? Dann habe ich jetzt hier einen Max-Level-Stoffteil. Das kann ich nicht machen, weil ich habe nicht keinen gelevelten Stoffchar. Da habe ich auch keinen gelevelten. Das sieht auch schlecht aus. Das hier könnten wir kaufen. Insel-Expedition, Platten-Item. Hätten wir hier eine Krone. Die ist aber auch hergestellt. Nee, da würde ich, die würde ich jetzt nicht mehr kaufen. Die sind tatsächlich zu teuer. Dann haben wir hier 32k ausgegeben. Und dann würde ich mal schauen, ob das mit diesem Stoffteil funktioniert. Also das kann ich gleich mal mit dem Plattenschall lernen. Das passt, das hat sogar ein höheres Item-Level als das, was ich anhab. Interessant. Und dann schauen wir mal. Das schicken wir mal hier weiter. Ah nee, warte mal, ich habe ja hier noch einen Hexenmeister auf dem Server. Da können wir das rüberschicken. Und mal gucken, ob wir das lernen können. Tragen wir das jetzt noch kurz ein. 32 auf Equin. Schauen wir mal weiter. Sodala, wir sind auf dem nächsten Server und zwar sind wir jetzt einmal hier auf Black Hand und hier sehe ich schon was Schönes aus Highmall im mythischen Modus einen Zonendrop und der ist hier einfach für 2k drin. Das ist ein absoluter Schnapper. Den holen wir uns gleich sofort.
Dann haben wir hier ein paar Inji-Brillen, die brauche ich alle nicht. Oh, was haben wir hier? Ein hergeschnelltes Schneider-Item für 9K. Komm, ich bin faul, ich kaufe mir das. Dann haben wir aus dem Hügel der Klingenhauer einen Zonendrop. Sonst anscheinend für 100K hier. Region Market Value hier für 10K. Kaufen wir uns auch die Axt. Ein paar Inji-Items. Dann haben wir hier wieder ein Craft-Teil aus Burning Crusade. Füße kommen, die hole ich mir auch, scheiß drauf. Dann haben wir aus Antoros ein Item. NHC, Trash Drop, holen wir uns auch. Dann haben wir hier Handgelenke, ebenfalls gecraftet. 18k, können wir uns auch eintüten. Dann haben wir hier einen Gürtel für 20, den können wir uns auch noch holen. Und eine Brust, komm, die Brust hole ich mir auch noch. Und dann haben wir jetzt hier 60er Gleven. Da werden die Sachen schon teuer, das sind schon eher 60er Sachen. Ja, ich glaube, da an der Stelle lassen wir es dann hier auch gut sein. Haben wir jetzt auch schon da was auf dem Dings gehauen, 114k. Holen wir das erstmal raus, das ganze Zeug. So, und dann muss ich mal da noch ein bisschen was rüber schicken. Warte mal, habe ich mir jetzt die Schuhe zweimal gekauft? Ups, da ging, glaube ich, irgendwas schief und ich habe das letzte Mal das nicht weitergeschickt. Da müssen wir jetzt gucken, da muss ich das eventuell wieder verticken. So, jetzt schauen wir aber erstmal. Wir haben einen Kettengürtel, Stoffschuhe, Stoffhände, Handgelenke sind auch Stoff. Die habe ich jetzt irgendwie zweimal, das war jetzt irgendwie ungeschickt tatsächlich. Dann das hier ist auch Stoff. Das hier, die kann ich gleich lernen. Und das ist auch nochmal Stoff. Gut, die muss ich dann wieder ins Aha und die haben wir jetzt irgendwie doppelt gekauft. Ungünstig. Und das schicken wir jetzt gleich mal wieder zu den richtigen Chars. Also den Teller Kettenchar haben wir hier einmal. Und dann habe ich hier den Teller Stoffchar. Und ja gut, die anderen beiden Sachen, die habe ich jetzt irgendwie doppelt gekauft. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir die wieder vertickt, ne? Im Optimalfall. Okay, was haben wir ausgegeben? 114.000. Das war jetzt Blackhand 114. Sind wir schon bei 270. Zwei Server haben wir noch, Blackmore und Thrall. Da müssen wir jetzt wieder eine Viertelstunde warten, bis wir da quasi scannen können. So, lala, die letzten zwei Server. Ich bin jetzt einmal noch auf Thrall und mit dem Main auf Blackmore unterwegs. Und da habe ich jetzt hier auf Thrall schon mal zwei nette Sachen gefunden. Hier einmal ein Kettenteil aus den Inselexpeditionen, einmal für 5.000. Dann hier haben wir ein Item aus den Todesminen für 6k, das kaufe ich mir auch noch. Dann haben wir hier ein paar Inji-Teile. Hier hätten wir dann noch ein Plattenteil aus dem Eternal Palace für 20k. Das kaufe ich mir auch. Und das sind ein paar Inji-Dinger. Und hier wird es dann schon 30k aufwärts. Ich glaube, da lassen wir erstmal die Finger von. Aber zumindest die zwei Kettenteile waren sehr, sehr günstig. Und das Plattending war auch okayisch, würde ich mal sagen. Die lernen wir gleich mal. Und dann schicke ich jetzt mal das hier auf einen Plattenschar rüber, den ich bestimmt hier noch rumliegen habe. Genau, hier haben wir noch einen Krieger. Ich will hier schon mal ausloggen. Beziehungsweise, ach ja, ich muss dann gleich nochmal gucken, wie viel ich ausgegeben habe. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Und auf hier Blackmore gucken wir auch noch rein. Da hatten wir letztes Mal, glaube ich, nichts in die Tabelle eingetragen. Schlichtweg deswegen, weil da nichts Tolles drin war. Aber hier bin ich auch schon seit einigen Monaten immer am Scannen. Dementsprechend habe ich die meisten Items da schon. Jetzt gucken wir mal. Also wir hätten jetzt hier zwei Items, die so um die 20k wären. Einmal gecraftete Schultern. Dann haben wir einmal Treter hier noch drin. Kette. Noch. Ja, gut, das ist, haut mich jetzt alles nicht so um. Also wir können mal die Schultern kaufen und die Treter, die sind hier aus Blackrock Foundry und der Rest weiß ich nicht. Das ist Max Level, da habe ich kein DH für. Die zwei Items könnten wir uns mal holen. Wären doch im Rahmen. Gucken wir mal, was mich das gekostet hat. Die haben mich jetzt gekostet knappe 40k. Auch nochmal weiterschicken. Das ist Kette. Killer Kette. Ah, Mist. Oder nee, ich glaube, den habe ich Taylor Jäger genannt, ne? Ich muss mir mal überlegen, wie ich meine Chars da genannt habe. Genau. Und dann haben wir hier noch einen normalen Taylor Priester. Genau, schicken wir das weiter. Gut, dann tragen wir das schon mal ein. Das waren jetzt hier nochmal 40k. Und das andere muss ich jetzt nochmal kurz nachschauen. So, ich habe nochmal geguckt, das waren hier 31k,
Dann haben wir heute ausgegeben 341. Das können wir jetzt in die Tabelle mit eintragen. Also Tag 2, 31, 1041 sind wir jetzt schon bei 939. Ja gut, okay, das fühlt sich schneller, als ich dachte tatsächlich. So, dann kommen wir heute zu Tag Nummer 4. Und ich habe hier schon auf Lothar mal durchgescannt. Und ihr seht, mittlerweile sind jetzt hier eigentlich keine günstigen Sachen mehr drin. Hier haben wir noch ein Ingi-Teil und dann geht es hier bei 36k los. Sprich, T-Mog können wir jetzt hier nichts Sinniges kaufen, zumindest nichts Günstiges. 155 Sachen haben wir noch drin. Aber ich habe was anderes gesehen, was praktisch ist, was ich gleich mitnehmen kann. Es ist hier ein Rezept drin, was ich für meinen Schneider noch brauche. Und das ist einer von den wenigen World Drops tatsächlich. Und ja, kostet jetzt hier 125k, war jetzt über ein, zwei Monate immer für über 1 Million auf dem Server drin. Blöderweise Low-Pop-Server, ne, da muss man dann mal zuschlagen, wenn es Anführungszeichen günstig ist. Sonst hat es einen regionalen Marktpreis von 141, ja, beißt man den sauren Apfel, kaufen es für 125k, haben wir zumindest ein Rezept mehr. Und das ist, glaube ich, eins von 5 World Drops, die ich beim Schneider noch brauche. Also, ja, muss ich jetzt mal gucken, dass ich nichts falsch sage. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Dann würde ich sagen, lernen wir den. Dann sind es nämlich nur noch 4 von den World Drops. Gut, dann haben wir jetzt hier ausgegeben 125.000. Das können wir gleich mal eintragen. Hier 125k. Dann schauen wir mal weiter auf dem anderen Server. Hier auf Antonida. Das habe ich auch schon ein bisschen durchgescannt. Und hier sind ein paar weiße Items drin. Dann alles mögliche an Ingi-Zeug. Ich sollte mir, glaube ich, mal verschiedene Rüstungsklassen mit Ingi leveln, dass ich das mal alles mir selber basteln kann und dann eventuell auch lernen kann. Und dann die ersten Sachen, die wir hier drin haben, ist erstmal ein Stoff-Item für 23, fast 24k aus hier dem aktuellen Raid. Das könnten wir uns eventuell kaufen. Und dann haben wir hier noch mal eins. Das sind sogar 2 Raid-Items. Aus dem Sanktum, aus dem Normal. Wisst ihr was? Die kaufe ich mir. Das einmal und das einmal. Und dann haben wir hier noch ein Stoffteil. Und zwar, das ist aus Antorus. Komm, das tüten wir auch noch ein. Und was haben wir hier? Nochmal ein Stoff-Item für 25k. Ein hergestelltes. Das sind 2 Craft-Items. Ich glaube, dass ich die günstiger bauen kann. Ja, ich glaube, da lassen wir es bei bewenden. Dann haben wir hier 72k ausgegeben. Holen wir die mal raus. Mir ist übrigens aufgefallen, gestern noch, dass ich blöderweise manche Sachen zweimal gekauft habe, weil ich die nicht sofort gelernt habe. Ich schicke die immer auf meine anderen Chars rüber und ja, da ist mir ein Malheur passiert. Aber die muss ich dann einfach wieder verkaufen. Mal gucken, ob ich das Zeug loskriege. Gut, schicken wir das mal weiter und dann sind wir mit dem Server auch fertig. Das hatten wir gesagt, 72k, ne? Tragen wir das noch ein. In die Liste. Das war jetzt Antonidas. Gut. So, jetzt habe ich mal nach Erida weiter gelockt. Und hier sieht es leider auch relativ mau aus. Wir haben ein paar Ingi-Teile drin. Ich hätte hier einen für 18k einen Kettending. Aber da muss ich Level 60 sein. Und ich habe hier leider keinen 60er-Char. Und die anderen Sachen sind auch Ingi. Hier ist wieder die altbekannte Kleve drin. Die kann ich auch nicht anziehen. Und ein Max-Level-Stoffchar habe ich auch nicht. Und die Schusswaffe, weiß ich nicht, für 29k, ich glaube, die kaufe ich mir nicht. Also ich glaube, da werden wir einen Nuller eintragen hier bei Erida. Da ist nichts Vernünftiges drin, muss ja auch nicht immer was kaufen. Dann haben wir hier noch Equin. Da sieht es leider ähnlich mau aus. Da haben wir wieder die Gleve, Stoffteilstufe 60, Kettenteilstufe 60 und ein Platten-Item. Ja, das ist aus Normal, 30k, ich glaube, das kriege ich auch nochmal irgendwo günstiger. Also ich glaube, da werden wir auch einmal passen. Dann tun wir hier, wo haben wir es? Equin, auch eine 0. Und dann gucken wir mal, ob wir auf den anderen 3 Servern da noch was drin haben, was vielleicht günstig erwerbbar ist. So, dann sind wir auf Blackhand. Und hier sehe ich schon, da ist was Günstiges drin aus der Schwarzfestgießerei. Hier einmal ein Platten-Item, das kaufen wir uns gleich mal für 6k. Dann haben wir ein Kettenteil Ingi. Dann haben wir ein Schild, das ist auch für Ingi. Ingi, Ingi, Ingi. Ah ne, warte mal, das ist ein Kettenteil aus Antorus. 19k, das kaufen wir uns auch. Dann haben wir unsere altbekannte Kleve wieder. Ein Plattenteil, was ein Juwe herstellen kann für 19k. Bin ich hin und her gerissen. Ich glaube, das kaufe ich mir mal.
dann ist es raus. Aber dann würde ich sagen, den Rest, ne, das ist dann auch Crafted-Zeug vom Schneider. Das geht dann schon auf die 30. Das kann ich mir, glaube ich, günstiger selber bauen. So, aber die nehmen wir zumindest mal raus. Das Plattenteil können wir gleich lernen. Und einfach, das sind zwei Plattenteile. Die können wir lernen. Wunderbar. Und das Kettending, das schicken wir mal weiter. Und zwar haben wir da einmal den Tela Kettenschar. Da muss ich dann auch dran denken, dass ich einlogge, nicht, dass ich wieder doppelt kaufe. Und hier haben wir ausgegeben 46.000. Das tragen wir auch gleich wieder ein. Also, wo sind wir? Blackhand. 46k. Und dann muss ich hier das Ding noch holen. So, dann haben wir die letzten beiden Server. Ich bin jetzt einmal noch auf Blackmore unterwegs und da gucke ich jetzt gerade so durch. Ist jetzt auch nichts Günstiges dabei. Wir haben wieder die Gleve, wie auf den anderen Servern auch. Und sonst eigentlich nur die Brillen. Für 29k wäre jetzt hier noch ein Plattending drin aus dem Grabmal. Weiß ich nicht, ist jetzt irgendwie auch nicht so günstig. Ich glaube, da werde ich passen. Und hier aufs Schwall sieht es ähnlich aus. Ein paar Inji-Brillen, da sind Schuhe für 30k drin. Ist jetzt auch nicht wirklich ein Schnapper. Ich glaube, da passe ich ehrlich gesagt auch. Dann haben wir 2x0 hier. Und dann sind es immerhin 243k. Und ja, so langsam geht es ein bisschen nach oben, ne? Dann kommen wir jetzt tatsächlich zu Tag 4. Und zwar bei der letzten Aufnahme gestern habe ich irgendwie die Tage vertauscht. Da hat man natürlich erst Tag 3 und jetzt kommt der Tag 4. Habt ihr vielleicht auch schon an der Tabelle gesehen. 1, 2, 3. Heute ist der vierte Tag. Und mal gucken. Wir sind mittlerweile bei 1,1 Millionen und ein paar zerhackten. Und jetzt fangen wir diesmal auf Antonidas an. Und da sind ein Haufen Inji-Sachen drin, wie ihr seht. Aber was ich auch zwischenrein gesehen habe, es war auch was dabei, was wir uns holen können. Und zwar haben wir hier einmal eine Kettenbrust aus Legion, aus dem Grabmal von Sargeras im HC für knappe 10k. Die kaufen wir uns einmal. Dann haben wir 10 Millionen Inji-Sachen. Hier haben wir was für 19k, das ist auch Inji, 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 Inji. Dann haben wir hier Schneider-Gear, das werde ich mir jetzt erstmal nicht kaufen. Dann haben wir hier aus dem Grabmal des Sargeras einen HC-Item. Stoff, das können wir uns eventuell kaufen, 25k, das ist auch Inji, Inji, Inji. Und dann haben wir hier nochmal was Gecraftetes. Ja, 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 und das ist von dem Verkäufer aus dem Hinterland, das kann ich mir, glaube ich, da einfach beim Wender kaufen, das werde ich mir auch nicht holen. Okay, dann lassen wir es hier schon mal dabei bewenden, mehr Schnapper können wir hier tatsächlich nicht machen, lediglich zwei Items. Das eine ist Stoff, das andere ist Kette. Und jetzt gucken wir gleich mal. Wir haben hier ausgegeben 35.000 Gold. Das können wir jetzt hier schon mal eintragen bei Antonidas. Und dann schauen wir mal weiter auf Blackmore. Da habe ich nämlich auch schon einen Scan durchlaufen lassen. Und was haben wir da Schönes? Da haben wir unsere Gleve wieder. Was ist denn das hier Schickes? Das ist ein Item aus dem Grabmal des Sargeras im Mythic-Modus. Ein Plattenkopf. Der ist bei 29k, ist so mittelteuer. Ja, komm, den kaufen wir. Und sonst, die Flinte ist noch drin, aber die ist jetzt irgendwie auch nicht so berauschend. Nee, ich glaube, dabei belassen wir es auch. Richtige Schnapper sind hier nicht drin. Nehmen wir das einmal raus. Achso, warte mal, das kann ich gleich mal weiterschicken. Und zwar zum Tela Plattenschar. Und dann haben wir es eigentlich hier auch. Das waren jetzt etwa 29.000. Das können wir auch nochmal eintragen hier auf Blackmore. Und dann logge ich mal weiter, hätte ich gesagt. Dann sind wir weiter geswitcht hier auf Erida. Und hier habe ich was Interessantes gefunden. Hier sind insgesamt drei so Mithril-Items drin. Verschnörkelte Mithril-Hose, Brust und Stiefel. Und das sind removed Items, die aber jemand craften kann. Da ich anscheinend selber das Rezept nicht habe, oder I don't know, was das gibt, vielleicht ist das auch ein Horden-Only, werde ich mir die mal kaufen. Das kann man wahrscheinlich für ein Apfel und ein Ei bauen, aber bevor ich mir da jetzt wen suche, das ist jetzt auch nicht so teuer. 8000, 12 und 12, ich würde sagen, die kaufen wir mal ein. Das sind dann wieder ein paar T-Mock-Dinger mehr. Und halt, die Schuhe brauche ich noch, und dann gucken wir, was hier noch so drin ist. Ah, hier ist ein Kettenteil, Stufe 60, das kann ich schon mal nicht holen. Und dann hätten wir hier noch Handschuhe, die gibt es aus einer, die gibt es aus einer Quest aus Winterquell und hergestellt? Interesting, ist aber auch removed, komm, das kaufen wir uns mal.
Und sonst das andere Zeug, ja, das ist noch ein bisschen teurer. Zumindest ein paar Items haben wir wieder. Guck mal, nehmen wir die mal alle raus. Wie viel war denn das? Das waren jetzt 61.000. Mal gucken, kann ich gleich was lernen? Nee, das muss ich jetzt Platte, Platte, Platte. Das war alles Platte, ne? Das kann ich schon mal im Plattenchar schicken. Perfekt, muss ich nur zu einem Char umloggen. Das macht es immer ein bisschen einfacher, dann vergesse ich nichts. So, da la. Dann tragen wir das gleich mal in die Tabelle ein, dass wir nichts vergessen. Und zwar, wo haben wir sie? Hier. Und das war jetzt Erreda mit 61k. Dann haben wir als nächstes hier auf Equin schon mal durchgescannt. Mal gucken, was da so Schönes drin ist. Das sieht schon mal eher nicht so gut aus. Kleve. Das ist ein Max-Level-Stoffteil. Das kann ich nicht lernen. Und das Max-Level-Kettenteil. Okay, also hier Equin ist leider eine Nullnummer. Und hier sind, seht ihr, nur noch 89 Items overall drin, die ich kaufen könnte. Also Equin ist echt nicht viel. Und ja, also das können wir vergessen. Dann tragen wir bei Equin mal eine Null ein. Und dann schauen wir mal weiter. Dann sind wir jetzt auf Lothar. Hier habe ich auch schon gescannt, aber so wie es ausguckt, ist hier nichts Tolles drin. Es sind insgesamt nur 177 Items. Und von den günstigeren ist jetzt leider nur Inji und ein Max-Level-Ding. Also das kann man leider vergessen. Jetzt gucken wir mal hier weiter. Dann haben wir noch einen Char auf Blackhand. Das ist auch alles Inji-Stuff. Hier hätten wir einen Stoffteil. Wo ist denn das her? Aus Antorus. Ein Zonendrop. Ah ja, komm, den kaufe ich mir mal. Dann hier haben wir hier ein gecraftetes Item. Inji, noch ein gecraftetes. Crafted, gecraftet, Inji. Mal das hier ist auch gecraftet. Ja, das sind alles gecraftete. Ich glaube, die kann ich mir vielleicht selber sogar günstiger bauen. Naja gut, zumindest eins haben wir hier. Ein Stoffding für 20k. Das schicken wir gleich schon mal weiter. So, da, da. Gut, dann sind wir jetzt fast durch. Das war Lothar mit nix und Blackhand mit 20k. Und dann haben wir jetzt nur noch Thrall über. Dann haben wir für heute den letzten Server. Und zwar sind wir nochmal auf Thrall hier. Und dort habe ich noch ein Item gefunden und schon haben wir hier einmal aus dem Grabmal des Sagaras, aus dem Heroischen, ein Item für 4630 Gold, Stoff-Item. Und dann haben wir hier noch ein Burning Crusade Crafted Schneider-Item. Aber wie gesagt, ich glaube, ich kann die fast günstiger herstellen, deswegen lassen wir die mal drin. Das hier ist noch aus der Ding 30k, ich weiß nicht. Ich glaube, das lassen wir bei dem einen Item. Man muss ja auch nicht jedes Mal alles kaufen. So, dann holen wir das mal noch raus. Und das müssen wir weiterschicken zu meinem Stoffjar. Hier, und das waren jetzt 4600. Ja gut, das können wir mit ein paar Sachen abgerundet. Das runden wir auf 5k. Thrall, dann haben wir jetzt 150.000 für den vierten Tag. Und ihr merkt schon, es geht so ein bisschen runter. Am Anfang haben wir relativ viel kaufen können. Jetzt wird es ein bisschen magerer. Und mal gucken, was dann morgen noch so rumkommt. Insgesamt sind wir schon bei 1,3 Millionen. Dann kommen wir als nächstes zu Tag Nummer 5 jetzt mittlerweile. Und jetzt habe ich hier auf Lothar schon einmal durchgescannt. Naja, sieht nicht so prickelnd aus. Wir haben jetzt ein paar Sachen drin, die unter 30 sind. Einmal hier noch ein Inji-Teil und dann ein Max-Level-Item. Das ist jetzt aber auch nicht wirklich günstig für knappe 30k. Also da würde ich von ehrlich gesagt eher absehen. Aber ich habe gesehen, dass hier noch ein Rezept drin ist. Ah, da ist es sogar noch, das ich brauchen kann. Das ist ein World Drop für Schneider. Und da ich im Schneider schon relativ weit bin, vor allem im Classic-Bereich und da nur noch ganz wenig Rezepte brauche, seht ihr, es sind jetzt insgesamt noch 4, würde ich sagen, das kaufen wir uns. Dann wären es dann nur noch 3, beziehungsweise 1 kann ich mir, glaube ich, genau hier von dem Händler noch kaufen, wenn mal wieder Time Walker Cataclysm ist. Das würde jetzt kosten 144k. Klar, ist ziemlich teuer, aber wenn ich jetzt sehe, der Region Market Value ist tatsächlich fast doppelt so hoch. Also ist es viel Gold, aber für einen Classic World Drop ist okay. 144k, wird sich jemand freuen drüber, der schnell sein Rezept losgeworden ist. Und ich freue mich drüber, dass ich ein Rezept mehr habe. Zusätzlich habe ich hier auf Lothar noch ein bisschen mehr ausgegeben und zwar habe ich gestern meine Ehrenabzeichen alle rausgehauen und da ist dann
mir aufgefallen, ah, kacke, ich brauche ja auch Rezepte für Ehrenabzeichen, die habe ich mir gekauft. Und dann ist mir aufgefallen, ah, kacke, um die Rezepte lernen zu können, muss ich Inji hochziehen. Und ihr seht schon, hier sind ein Haufen Inji-Items. Im Inventar und Inji in BFA ist saumäßig teuer. Ich kann es nicht genau sagen, aber so etwa 100k plus minus ein paar k ausgegeben, um Inji hochzuhauen. Ich habe hier 15.000 Stoff mir gekauft, um diese Handgelenke zu bauen, um Expulsum zu schaffen. Es hat ewig gedauert. Ja, war ein bisschen ätzend, aber haben wir da nochmal auch ein bisschen Gold rausgehauen. Jetzt bin ich hier noch aufs Schwall nebenbei, beziehungsweise tragen wir das erstmal ein. Wir haben hier 145k in etwa. Plus dann noch die 100k, dann sind es 245.000, die wir hier rausgehauen haben auf Lothar. Und was haben wir hier Schönes auf hier auf Thrall. Ah, wir haben hier ein Crafted Stoffteil, Inji. Dann, was hätten wir hier Schönes? Das ist ein Teil von den Inselexpeditionen für 26k. Ich bin am Hin und Her überlegen. Wisst ihr was? Das kaufen wir uns. Ich war jetzt so ein bisschen überlegen. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Marken. Aber ob ich das dann ausgerechnet kriege, weiß ich halt nicht. So, das ist ein Platten-Item. Das schicken wir zum Täler Platte. Und dann loggen wir mal weiter. Aber halt, stopp. Eins müssen wir noch machen. Eintragen, sonst vergesse ich das wieder. 26 waren das. Das ist Rall 26, okay. So, dann haben wir die nächsten beiden Server. Und zwar bin ich jetzt hier einmal auf Blackmore. Und hier habe ich schon ein bisschen durchgeschaut. Hier ist mal wieder die altbekannte Kriegsklewe drin, die ich aber leider nicht lernen kann, mangels einem Max-Level DH. Dann haben wir hier Schuhe drin. Das ist blöderweise auch Platte. Hier habe ich auch keinen Max-Level-Char auf dem Server. Und sonst hätte ich jetzt noch einen MOP World Drop, aber 30k ist da fast ein bisschen teuer. Ich würde sagen, auf Blackmore, das ist die falsche Tabelle, die brauchen wir. Auf Blackmore können wir eine 0 eintragen. Und auf Anto, gucken wir mal, was wir da drin haben. Da haben wir dann einmal Inji-Zeug und irgendwo habe ich was gesehen, was halbwegs erschwinglich ist. Genau, hier die Hose. Und zwar aus Antorus. Mythic Platte, die können wir mal kaufen. Dann, das ist auch ein Inji. Was haben wir hier noch so? Inji. Das ist auch ein Inji-Teil. Craft-Item, noch ein Craft-Item. Inji. Was ist denn das? Auch ein Craft-Item. Ja, und dann wird es hier auch schon ziemlich teuer. Und das ist von dem Verkäufer. Okay, also, das werden wir dann auch sein lassen. Aber zumindest das eine haben wir da einmal rausgeholt. Gut, da haben wir jetzt ausgegeben 21k für, beziehungsweise nee, das hat 20k gekostet, ne? Ich hatte noch ein bisschen was tatsächlich vorher für Auktionshausgebühren rausgehauen. Dann schicken wir das mal weiter. Und dann sind wir hier auch schon wieder fertig. So, auf Equin können wir es kurz machen. Da ist leider nichts drin, was ich tatsächlich lernen kann. Ja, schauen wir auf den nächsten Server weiter. Sodala, nächster Server. Wir haben jetzt einmal Black Hand und noch Erida. Und hier auf Black Hand habe ich schon ein bisschen reingelinst. Da sind jetzt eigentlich nur Crafted Item, Inji-Sachen dabei. Und dann, wenn es in das teure Bereich geht, dann wäre vielleicht noch das ein oder andere, was man holen könnte. Hier sind wir aber schon bei knappen 30k. Ich glaube, das schießt sich wann anders vielleicht noch günstiger, ne? Also da würde ich jetzt ehrlich gesagt auch passen. Aber vielleicht haben wir ja hier was. Oh, warte mal, da sehe ich schon was Günstiges. Ah, ein removedes Item. Stoff. Das könnten wir uns doch holen. Das ist zwar auch hergestellt, aber ja, komm, das holen wir uns. Einmal die Weste. Dann haben wir hier für 9k, warte mal, ein Kettenteil. Das ist aber Stufe 60, das kann ich vergessen. Okay, naja, gut. Ein Teil war da drin. Uns mal und dann tragen wir das einmal noch ein, beziehungsweise schicken das rüber. Das hat jetzt wie viel gekostet? Bisschen über 6k, knappe 7. Ne? Dann tragen wir das einmal in Sheet mit ein, also Erida 7, Blackhand 0. Dann haben wir heute ausgegeben 298.000 und dann sind wir jetzt 5 Tage 1,6 Millionen. Okay, mal gucken.
Mal schauen, wir können eigentlich die Woche noch fertig machen und dann schauen wir mal, ob wir die 2 Millionen knacken in der Woche. Gucken wir mal. Sodala, wir kommen einmal zu Tag Nummer 6. Ich habe jetzt 2 Tage lang nichts tatsächlich im Auktionshaus nachgeguckt bzw. zu kaufen. Einmal, weil ich nicht so die Zeit gefunden habe und das andere, weil ich so ein bisschen verplant habe, ehrlich gesagt. Aber vielleicht hat sich das Aha jetzt ein bisschen erholt und ich kann mir dementsprechend irgendwas Tolles kaufen. Ich sehe gerade, hier ist ein Item drin, das einmal aus Gnomeregan in Zonendrop ist, was so aussieht, ob es relativ günstig ist, 25k. Und sonst ist es für über 400 drin, das kann aber nur ein Inji tragen. Ich habe letztens meinen Priester ein bisschen Inji hochgeskillt, um ein paar Brillen mir anziehen zu können, um ein bisschen Temok zu lernen. Ich vermute mal, dass ich das meinem Priester schicken könnte und der das lernen können müsste. Das werden wir mal ausprobieren, also das kostet hier einmal 25k. Wir sind übrigens auf Lothar unterwegs. Und dann habe ich hier noch ein 226er Item aus dem Sanktum der Herrschaft. Das würde ich fast auch kaufen. Ich habe nämlich hier ein Max-Level Shami, dann könnte ich das mit dem noch lernen. Und was haben wir hier noch? Ein Platten-Item aus der Schwarzfestgießerei für 29. Das ist einmal HC und die holen? 30 kostet das, ne? Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, die kaufen wir uns beide. Dann muss ich meine ganzen Charts wieder durchloggen, aber perfekt, haben wir das schon mal eingetütet. Jetzt nehmen wir nur die Sachen raus, die ich gekauft habe. Na, waren jetzt doch ein paar Sachen. So, und das waren jetzt einmal 109k, fast, ja, 110k, ne? Das eine Gold können wir nochmal quasi einmal hochrechnen, beziehungsweise hochaddieren. Dann schauen wir mal so hier. Also, das muss ich jetzt einmal auf meinen Kettenchar schicken. Aufrunden, das meinte ich, nicht addieren. So, dann haben wir hier das Plattending. Schicken wir darüber. Und dann haben wir noch das Stoffteil. Da muss ich halt, wie gesagt, gucken, ob das funktioniert. Ich meine, Classic habe ich komplett ausgemaxt. Und das ist ja ein Classic-Item, so wie es aussieht. Dann tragen wir das schon mal ein in die Liste. Also, das war jetzt einmal Lothar mit 110. Dann habe ich auch schon parallel dazu meinen Thralchar gescannt. Der ist hier so ein bisschen am Pet-Battle machen, um den zu leveln, dass ich auch mal die Max-Level-Sachen lernen kann. Und hier haben wir auch das ein oder andere Schöne, hoffe ich zumindest. Nee, das ist ein Inji-Teil. Das hier ist ein Craft-Item aus Burning Crusade für 20. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn es günstiger wäre, würde ich es kaufen. Die Glewe ist drin. Und sonst sind eigentlich nur teure, also hier, nee, da lohnt sich tatsächlich nichts, also da werden wir erstmal noch nichts kaufen. Heißt, wir können auf Thrall eine 0 eintragen und dann gucken wir mal zu den anderen anderen Charts weiter. So, ich kann es hier kurz machen auf Erida. Ich habe einmal durchgescannt, hier ist nichts drin von Interesse, was ich günstig erwerben kann, leider. So, als nächstes sind wir einmal auf Antonidas und jetzt gucke ich mal, hier sind, soweit ich nur sehe, Inji-Items. Hier wäre was, da ist einfach aus der Höllenfeuer-Zitadelle Mythic ein Item für Stoff für 15k, das nehmen wir doch mal mit. Dann, was haben wir hier noch? Die Glewe haben wir hier für 19. Jetzt bin ich gerade am überlegen, habe ich mir hier nicht irgendeinen Char hochgezogen? Ah, seht ihr mal, ich habe auf Anto einen Level 60 Char, also dann könnte ich mir doch die Glewe endlich mal kaufen, dann ist die zumindest schon mal raus. Das ist nämlich ein Wordrop in Shadowlands, nehmen wir die Glewe mit. Dann das ist Inji. Craftzeug. Das hier, Tempel von Haltahakar. Das ist ein Zonendrop. Den würde ich mir auch mal holen. Dann haben wir hier aus dem Sanktum Kette. Das kann ich mir auch mal holen. Was haben wir hier? Da ist. Ja, das ist das Kettenteil, was ich mir gerade gekauft habe. Hier, was haben wir da noch? Dann haben wir eine Stofftaille mit Movement Speed aus dem aktuellen Raid für 25. Das können wir uns auch kaufen. Dann, das ist Inji. Und hier haben wir von dem Händler aus dem Hinterland. Das wollten wir uns ja nicht kaufen, weil das ein bisschen überteuert ist. Okay, das waren 113k. Nehmen wir die mal kurz raus, die Sachen. Dann schicke ich die schon mal rüber. Beziehungsweise tragen wir das ein, also 113, einmal in die Liste rein. Das ist jetzt so. Gut. Ah, wird schon wieder teuer, ich sehe es schon kommen.
So, da kommen wir zu den nächsten zwei Servern. Und zwar, ich bin jetzt einmal noch auf Equin. Und hier sind sehr wenige Sachen drin. Ihr seht insgesamt nur 83 Items, die ich noch brauchen kann. Die meisten sind sehr teuer. Und die Sachen, die noch sinnig wären, wäre hier einmal das Inji-Ding, noch ein Inji-Teil, ne? Und wir haben hier einmal Handgelenke aus dem Castle Nathria für 5000 Gold. Das wäre ein ziemlicher Schnapper. Das Problem ist, die sind halt zu Item Stufe 200, brauchen Level 60 und ich habe hier einfach kein Level 60 Char. Mir brennt so ein bisschen das Herz, weil das ist echt ein Schnäppchen, aber bringt ja nichts, wenn ich sie nicht lernen kann. Ne? Ich habe hier nur einen Test Char, mit dem ich quasi alle bis Stufe 50 die Sachen lernen kann und deswegen werden wir das hier schweren Herzens drin lassen. Aber wir haben ja auch noch Blackmore, da habe ich auch gescannt. Und da habe ich ja meinen Main und da gucken wir mal, ob da was Sinniges drin ist. Wir haben hier ein paar Inji-Brille. Und hier haben wir einen Zonendrop aus Sholo. Der ist jetzt nicht ganz so günstig mit 30k, aber komm, den kaufen wir uns. Den kaufen wir uns, den Zonendrop. Das sieht doch gut aus. Den habe ich auch bis jetzt nirgends gesehen gehabt. Also den können wir uns einmal holen und dann zum Twink schicken. Und ich würde sagen, da tragen wir auch schön in der Tabelle ein. Also Blackmore 30k und auf Equin haben wir nichts. Und dann bleibt uns nur noch Blackhand über. So, Dollar, letzter Server. Wir sind einmal auf Blackhand noch. Und hier habe ich ein paar Sachen gefunden, die ganz interessant aussehen. Erstmal einen World Drop aus MOP für 10k. Dann haben wir einen Drop aus Uldia HC, das können wir auch mitnehmen für 10. Dann, das ist uninteressant, hier haben wir aus dem Grabmal LFR noch ein Item für 25k. Die Hose ist uninteressant, dann aus der tiefschwarzen Grotte einen Zonendrop für nochmal 25k. Das ist auch alles uninteressant, Craft Gear. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, da braucht man Stufe 60. Gut, dann belassen wir es dabei. Dann haben wir hier rausgehauen 69-70k in etwa. Und das nehmen wir jetzt mal hier alles raus. Tragen das in die Tabelle noch mit ein. Also hier knappe 70. Dann haben wir hier nochmal 332.000. Und jetzt sind wir bei 1,95 Millionen. Also knapp haben wir die 2 Millionen zusammen. Ne? Ah, ist schon was. Ich glaube, einen Tag machen wir noch. Und dann haben wir soweit Paletti. Dann kommen wir heute mal zum 7. und damit letzten Tag. Ich habe hier schon auf Erida gescannt und hier sind zwei Items drin, die für mich interessant erscheinen. Und zwar haben wir einmal hier Schuhe, sind es Platten aus dem Grabmal des Sageras im Mythic-Modus, 20k, die kaufe ich mir. Und dann haben wir dieselben Schuhe nochmal aus dem HC, die kaufe ich auch nochmal für 20k. Und was haben wir hier noch drin? Diese Flinte. Da dachte ich mir, vielleicht kriege ich es jetzt irgendwann mal günstiger. Die ist immer so für knappe 30k drin. Komm, scheiß drauf. Ich nehme die Flinte auch noch mit. Dann haben wir drei Items hier. Und zusammen sind das 70.000 Gold. Oh, da haben wir hier ein paar Sachen, die ich noch verkaufen muss, sehe ich gerade. Das können wir schon mal in die Tabelle eintragen. Also, das war jetzt Erreda mit 70k. Dann habe ich parallel hier auch schon auf Thrall durchgescannt und hier sind auch interessante Sachen drin. Hier mal aus Antorus und zwar haben wir da die Brust aus dem HC, auch Platte. Und dann haben wir hier einmal noch aus dem NHC müsste das sein. Genau, auch wieder die Plattenbrust, die kaufen wir uns auch. Und dann muss ich mal gucken, also das hier ist ein Crafted-Teil. Wisst ihr was, für 20k kaufe ich mir das Crafted-Teil. Und dann haben wir hier noch aus dem ewigen Palast im HC, na, das kaufe ich mir auch, 22k. Und dort haben wir noch einen Teil aus dem Grabmal Stoff LFR, das kaufen wir auch mal für 29. Dann haben wir hier rausgehauen 112k. Das war einmal, wo haben wir es, Thrall, 112. Dann habe ich mal auf Blackhand noch durchgescannt. Hier habe ich was ganz Günstiges gefunden und zwar aus Antorus haben wir hier einmal einen Plattenbrust, so rum. Die kaufen wir uns einmal und dann hätte ich gesagt, komm, 20k, das ist eine Schneider-Item, können wir uns auch noch kaufen. Und sonst, die anderen Sachen sind relativ teuer. Auf Lothar habe ich auch durchgescannt, da war aber leider nichts drauf. Da ist allgemein immer relativ wenig tatsächlich. So, dann können wir aus Blackhand 30k eintragen und auf Lothar 0. So, dann sind wir auf dem nächsten Server und zwar auf Blackmore. Und hier ist wieder was Schönes drin und zwar haben wir hier einen Cutter World Drop für 5k. Den würde ich sagen, kaufen wir uns gleich mal.
Dann haben wir hier Hände aus Uldir, Kette, mythisch, die kaufen wir auch für 8k. Dann haben wir einen Umhang aus dem Hügel der Klingenhauer. Ach nee, das ist kein Umhang, das ist ein Kopfteil. Das hat irgendwie so ein Umhang-Symbol. Gut, das nehmen wir auch noch mit. Dann, was haben wir hier noch? Das sind noch Armschienen, das kann ich hier nicht kaufen. Und die Schusswaffe haben wir da noch. Okay, nee, die Sachen würde ich sagen, die lassen wir jetzt erstmal drin. Das ist jetzt uninteressant oder zu teuer. Dann haben wir hier 42k ausgegeben. Gehen wir gleich mal raus und tragen das schon mal ein. Also Blackmore 42k. Und dann habe ich parallel noch auf Anto einmal einen Scan laufen lassen. Und was haben wir da? Schickes drin. Ein paar Inji-Brillen. Inji. Was haben wir hier? Ein Burning Crusade Crafted für 25. Jetzt nicht so interessant. Tempel von Altal Dakar. Das könnten wir machen. 24, fast 25. Ja, komm, das kaufen wir uns. Mal mitnehmen. Was haben wir hier noch? Plattenschuhe aus dem aktuellen Raid, aus dem LFR. Hier habe ich einen Plattenschar, das können wir machen, 25k. Das ist G-Stuff. Und was haben wir hier? Das ist das eine Item vom Händler. Da muss ich mal bei dem Händler an sich vorbeigucken. Gut, okay. Dann können wir das hier gleich lernen. Und das schicken wir dann noch zum Worry. Was haben wir hier rausgehauen? Knappe 50, okay. Wo haben wir es denn? Anto, 50. Dann haben wir jetzt noch Eggwin und dann sind wir einmal komplett durch mit 7 Tagen quasi. So, dann kommen wir zum letzten Server und zwar sind wir jetzt noch auf Eggwin. Hier habe ich einmal schon mal durchgeguckt. Hier ist nicht sonderlich viel drin, insgesamt nur 90 Items, wie ihr seht. Aber ich habe hier ein removedes Item gefunden. Das ist zwar ein Craft-Item. Anscheinend konnte ich das aber selber mit meinem Druid nicht bauen, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich schon hergestellt. Deswegen werden wir uns das jetzt hier einmal für 30k kaufen, hätte ich gesagt. Und sonst ist da ehrlich gesagt nichts drin. Die anderen Sachen sind alle teurer, beziehungsweise sind halt irgendwelche weiße Sachen. I don't know, warum die hier unter T-Mog drin sind, weil weiße Sachen kannst du halt nicht lernen. T-Mog technisch, aber egal. So, das holen wir uns einmal raus. Das kann ich mit dem Worry hier sogar auch selber lernen. Das Ding hier. Und dann können wir das letzte aufschreiben. Also das hat jetzt knappe 30k gekostet. Damit sind wir insgesamt heute bei 334.000. Tag 7, 334.000. Und damit sind wir insgesamt durch. Wir haben jetzt ausgegeben für die letzten 7 Tage, wobei 2 Tage habe ich zwischendrin mal pausiert, ne? Insgesamt 2.287.000. Und ja, damit haben wir die 7 Tage einmal eingetütet. Ich werde jetzt weiter ein bisschen im Auktionshaus unterwegs sein und das eine und andere rauskaufen. Das kommt dann aber in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich für diese. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.